Um den Bahnhof Prattel entstehen im Moment 3 Hochhäuser. Die Aushubarbeiten für den Ceres Tower haben im Frühling 2013 angefangen. Das Hochhaus wird eine Höhe von 82 Metern haben. Auch der Rückbau auf dem Hering-Coop-Areal hat anfangs 2013 angefangen. Da entsteht der Helvetia Tower mit einer Höhe von 75 Metern. Als letztes von diesen 3 Hochhäusern ist im Juli 2013 Aquila unmittelbar beim Bahnhof in Angriff genommen worden. Die Höhe von diesem Hochhaus wird 66 Meter sein. Für den Aquila Tower hat das 5-stöckige Salmengebäude gerade vor dem Bahnhof müssen weichen. In den letzten Tagen von dem Gebäude, am 30. Juli 2013, hat Günther Krause noch ein paar Erinnerungsfotos mit seiner Kamera geschossen. Das Projekt Aquila, das jetzt realisiert wird, ist 2007 aus einem Projektwettbewerb hervorgegangen. Dazumal hat das Projekt noch Bruce Lee geheissen. 2010 ist Neugestaltung und Planung vom Bahnhofplatz an die Hand genommen worden. Und jetzt ist es soweit, jetzt kann gebaut werden. Anfang August 2013 ist es dann am Salmengebäude definitiv an den Kragen gegangen. 2 Baggermonster sind vor dem Gebäude aufgefahren. Mit mächtigen Greifarmen sind die Mauern und die Böden aufgebrochen und in kleine Stücke zerlegt worden. Um die Staubentwicklung in Grenzen zu halten, ist von der Greifzange und vom Boden aus Wasser versprüht worden. Heute, Anfang September, ist das Rückbaumaterial bereits entfernt. Der Aushub für den Aquila Tower ist voll im Gang. Im Erdgeschoss vom Aquila Tower wird Shops haben. Auf einem erweiterten Sockelgeschoss wird es Büroräume geben und darüber 2,5 bis 4,5 Zimmerwohnungen. Was Prattler am meisten freuen wird, ist der neu gestaltete Bahnhofplatz. Die 3 Hochhäuser, die jetzt im Bau sind, werden anfangs 2016 bezugsbereit sein. Dann wird sich auch die Skyline von Prattler definitiv verändert haben.